Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind zurück bei NSMBW und ich sollte vielleicht nicht so irgendwie auf den Tisch hauen oder so. Ich bin NSMBW und nein! Ja, nein! Oh, wie geil ist das denn? Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich hier nochmal einen Propellerpilz bekomme. Oh, ich hätte mir vielleicht mal die Nase putzen sollen. Kornel, das ist eine Idee. Ach so, Oh nein, oh, bin ich dumm. Nein und oh. Okay, nochmal. Das war, oh. Mein Propellerpilz, ich hätte ihn so gerne. Naja, egal. So ein Level erinnert mich immer an Super Mario World. Die Fuzzis einfach, ja. Die Fuzzis erinnern mich auch an Super Mario World. Ich hatte doch im letzten Part gesagt, boah, es gibt noch so viel, worüber man sprechen kann. Was war denn das nochmal? Ich hab's nicht erwähnt, ne, weil ich mir die Sachen aufsparen wollte. Jetzt habe ich sie vergessen. Ja. Aber da kommen bestimmt gleich auch wieder ein paar Dinge in meinen Kopf rein und dann denke ich mir, oh ja. Ja, das ist... Alter, das ist doch... Fuck! Ich hätte keine Stampfattacke machen dürfen. Ich hätte... Oh, Mann. Okay, ich bin am Sterben. Ich glaube, ich weiß, wo die... Hier ist eine Ranke. Ja, das weiß ich noch. Es ist ja nicht blind, meine lieben Freunde. Nein, Alter, jetzt sage ich das die ganze Zeit. Es tut mir leid. Es ist ja nicht blind und das ist ja auch ganz gut so. Deswegen, die Ranke hatte ich noch im Kopf. Das ist auch so ein Level, wo man echt lange sucht. Auf der anderen Seite, man könnte vielleicht ja sagen, ich weiß nicht, aber da ist so eine einzelne Plattform etwas... Ja gut. Das war jetzt nicht so gut. Naja. Da ist eine einzelne Plattform so mit einer einzelnen Blume. Vielleicht könnte da ja ein versteckter Block sein. Könnte man natürlich so denken. Aber trotzdem schwierig. Ja, trotzdem schwierig. Ich meine, da musst du halt erstmal drauf kommen, ne? Na, meine Nase, ey. Ich werde krank. Naja. Ich habe YouTube, ne? YouTube wird ja auch immer allgegenwärtiger. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber es ist echt so. Also glaube ich. Das hat natürlich auch zur Folge, dass sehr viele... Also eigentlich ist es gar nicht so gut für mich, weil da kommen dann auch sehr viele Leute, die halt sowieso durch Fernsehen, Musik oder so berühmt sind, auf YouTube und machen Kanäle, die dann natürlich sehr viele Abonnenten sofort haben. 50.000 oder vielleicht auch mehr. Ist wahrscheinlich für mich nicht ganz so gut, weil, keine Ahnung, ich bin halt ein No-Name und wenn immer mehr Promis in dem Sinne irgendwie dann auf YouTube kommen, dann ist es vielleicht irgendwann auch so viel, dass die Leute sich gar nicht mehr für No-Names eher interessieren. Ich weiß es nicht. Das könnte eine Entwicklung sein, die auf YouTube so stattfinden könnte. Man weiß es halt nicht, ne? Und ich will da natürlich auch jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber so manches Male hat man halt so diese, ja, es ist auch keine Angst, keine Ahnung, ja, man muss es jetzt auch nicht überdramatisieren, aber ja, es gibt halt nur ein bestimmtes Kontingent von Views und Klicks und so, das ist halt so und wenn immer mehr große Celebrities auf YouTube kommen, die dann halt immer mehr von diesem Topf abgreifen, bleibt immer weniger für dich da. Wobei ich da wahrscheinlich in der Szene bin, wo das nicht ganz so schlimm ist, weil Let's Plays werden jetzt wahrscheinlich nicht so viele Promis machen und Videospiel-Videos allgemein wahrscheinlich auch nicht. So Leute im Rocket Beans TV, weiß ich nicht, ob man die als Promis zählen darf, so, und keine Ahnung, die Leute von Giga halt sind natürlich schon dafür bekannt, aber die sind ja sowieso auch so ein Teil dieser ganzen Community, von daher ist es ja auch gar kein Thema oder so, das ist ja nichts, was da irgendwie
ein Problem darstellt. Und wenn es da auch noch solche Leute gibt, ich weiß nicht, gibt es noch viel mehr in diesem Bereich? Ich glaube nicht. Von daher. Alter, wo ist denn die erste Sternmünze? Oh, jetzt ist es passiert. Jetzt ist es passiert. Ich habe immer noch keine Sternmünze. Ich kriege immer richtig Angst in solchen Momenten, weil ich mich halt frage, so, das kann doch nicht sein, aber meistens ist es normal und da macht man sich dann halt umsonst irgendwie die Gedanken. Naja, auf jeden Fall ist es so. YouTube wird, glaube ich, immer präsenter. Ich habe zum Beispiel jetzt Mario Barth ein Video gesehen. Zugegeben, Mario Barth macht jetzt nicht viele Videos für YouTube oder so. Aber der hat jetzt vor kurzem auch wieder ein Video hochgeladen, wo er irgendwie, war hier nicht was? Ich bin ein schlaues Bürschchen, yeah. Der hat jetzt vor kurzem auch ein Video hochgeladen, wo in der Werbepause seiner Show, wobei das ja sowieso aufgenommen wird, von daher gibt es ja gar keine Werbung, oder? Weiß ich nicht, hä? Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall hat er dann so irgendwie, das passiert in der Werbung und dann hat er da halt so, ja, ne? Hat dann halt so, versteht er schon, natürlich. Versteht er schon wahrscheinlich. Ein Video hochgeladen und aber was da halt so ist, da kommt dann am Ende dann dieses Abonniere und das ist ja nicht schlimm so, aber die sind sich wohl auch bewusst so gut auf YouTube, da kann man abonnieren, die Leute können uns abonnieren und das ist ja auch gut, also wie gesagt, YouTube wird da, so wie es ausschaut, immer präsenter, auch in der anderen Welt. Nein, ja, genau, danke. Und ich habe den Comedy-Preis zumindest zum Teil geguckt und die hatten da eine ganz lustige Rubrik, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, und zwar die Fanpost 2.0 und da haben die dann Kommentare aus dem Internet rausgesucht, die halt über die jeweiligen Komiker gingen und haben diese Komiker die dann vorlesen lassen. Und die Caroline Kebekus, die das Ganze gehostet hat, also die da Moderatorin war, sofern ich das richtig mitbekommen habe, die hat auch über die Kommentare bei YouTube einen kleinen Comedy-Part hier, Stand-Up-Part gehabt und über die Kommentare auf YouTube geredet und sie hatte recht. Sie hatte recht, also das kommt auf jeden Fall auch richtig in der Öffentlichkeit an, dass die Kommentare auf YouTube der manchmal der reinste Shit ist. Also bei jemandem wie mir natürlich jetzt nicht in der Form, aber bei großen YouTubern, da siehst halt immer diese ganzen. Es gibt wahrscheinlich schon stereotypische Kommentare, so die du in Kategorien einteilen kannst und die findest du halt unter jedem Video von irgendwelchen größeren Leuten oder berühmteren Leuten. Und ja, da dachte ich mir so, krass, Alter, das ist schon ziemlich bla. Das war auf jeden Fall ganz lustig zu sehen und da ist YouTuber auf jeden Fall auch angekommen. Und das mit den Fanposts war halt ganz lustig, da haben die dann halt so richtig, waren halt teilweise so einfach so beleidigende Sprüche oder so. Oder was war da hier bei Christoph Maria Herbst? Ich glaube, der war das, da war es so, Christoph Maria Herbst ist genauso wie der Salatblatt auf dem Sandwich. Da braucht man nicht. Irgendwie so. Solche Kommentare halt. Oder Annette Frier. Halt so von wegen, wie hässlich die ist und so. Solche Kommentare halt, ne? Und haben die dann halt vorgelesen und sich lustig gemacht. Am besten war Otto Walkes, der der kam dann so am Ende nochmal reingeschnitten und aber der hat dann sein Handy runtergeschmissen und dann sagt er so ganz trocken, oh, das war gerade neu gekauft. Das war sehr lustig. Ach ja. Naja, der Otto Walkes, das ist auch ein krasser Typ. Der ist einfach so ein lustiger Typ, das ist schon ganz cool, auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall, ja,
YouTube, wie es leibt und lebt, auch in der Öffentlichkeit angekommen, wird immer immer öfters ist es halt entweder so, dass ich YouTube im Fernsehen oder so entdecke, dass das Thema ist oder so, oder aber dass Celebrities, also dass einfach bekannte Menschen auf YouTube kommen und hier dann auf einmal Sachen machen, so wie zum Beispiel die von GZSZ, die hat jetzt auch angefangen irgendwie mit YouTube-Videos. Ich weiß nicht, wie aktiv das noch gemacht wird, aber ich denke schon. Wobei ich bei der das auch eigentlich ganz cool fand. Also sie hat das echt gut gemacht. Die hat halt so Vlogs gemacht und so. Da kannst du echt nicht viel sagen. Ne? War schön, wenn sie daran Spaß hat. Das ist ja auch komplett richtig, dass sie das macht. Ist ja auch überhaupt gar nicht so, dass es halt solchen Leuten vorbehalten sein sollte. Ne? Die können das ja natürlich auch machen, wenn sie da Lust drauf haben. So, es ist ja nichts, dass du YouTube nicht machen darfst, wenn du berühmt bist oder so. Aber, ja. Bei so manchen Kanälen hat man dann schon manchmal den Gedanken, zum Beispiel bei einer von unter uns, die ich eigentlich ganz cool finde, die halt auch einfach eine ziemlich coole Socke ist, so. Hier die Joy Lealbiani. Ich weiß nicht so genau, wie die heißt. Das ist ein Scheiß. Ich glaube, ich habe was verpasst, aber naja. Wir gehen einfach mal weiter. Ich gucke erstmal, wie ich hinten ankomme und dann machen wir das nochmal irgendwann hier vernünftig. So, erstmal hoch und gucken, wie wir da ankommen. Und dann gehen wir da mal in die Tür rein. Ist ein bisschen komisch, dass es hier keine Sternmünze gibt. Naja. Und bei der war so, keine Ahnung, da hast du halt gemerkt, dass das Produktionsteam dahinter war. Zumindest war das so mein Eindruck. Kann ja auch falsch sein. Oh, Secret Exit, okay. Aber ja, es war auf jeden Fall so. Weiß ich nicht, da hatte ich nicht so das schöne Gefühl, aber ja. Kim Gloss, ne, hier die von DSDS hier, Kim Kardashian, nein, wie heißt denn die? Kim, weiß ich nicht, Kim Gloss, die hat auch einen YouTube-Kanal, sofern ich das weiß, aber darf sie ja auch, ne, wenn sie daran Spaß hat, also das ist ja gar nicht das Ding, da will ich auch gar nicht mich in die Position begeben, dass ich das irgendwie in irgendeiner Art und Weise darüber urteilen dürfte oder so. Will ich auch nicht. So, es ist nicht in meinem Interesse, darüber zu urteilen. Soll jeder so machen und Spaß haben, wie er mag. Und die Leute können ja auch wieder im Endeffekt entscheiden, was sie gucken wollen oder nicht. Von daher ist es doch alles easy. Und wenn es Leute gibt, die halt diese Menschen mögen und deswegen die Videos gerne gucken, dann ist doch auch eigentlich für jeden nur das Beste. So. Aber manchmal denkst du dir halt so, wie viel Platz bleibt auf YouTube noch für mich, wenn immer mehr Promis kommen? Und ja, vielleicht ist es irgendwann so, dass ach so, ich bin ja, da bin ich ja hergegangen, stimmt. Vielleicht ist es ja irgendwann so, dass ja, so für die YouTube-Prominenz, okay, die wird um die mache ich mir eigentlich überhaupt gar keine Sorgen. Ich meine, die haben jetzt, die sind ja schon mega vergleichbar mit richtigen Promis, vielleicht, also ne, so was ein YouTuber für eine Präsenz hat, das ist ja schon ziemlich krass, vor allen Dingen halt in der Zielgruppe der jungen Leute, da kommen jetzt nicht so viele Promis mit, aber also schon, aber ne, das ist auf jeden Fall schon vergleichbar. Die werden auch keine Probleme damit sowas haben, ganz im Gegenteil, gibt es vielleicht auch wieder neue Kooperationsmöglichkeiten und so, aber wie ist das so für den kleinen Mann, der mit YouTube anfängt? Ich weiß es nicht. Aber das wird man dann sehen. Ob das dann immer noch möglich ist, das. Wobei es ja heutzutage auch schon schwierig ist. Manche wiederum schaffen es aber immer wieder. Ne? Das ist halt auch so die Sache. Man sagt halt immer so, kleiner, keine Ahnung. YouTube ist zu voll und bla, aber das stimmt nicht. Ja, es gibt durchaus noch ziemlich viele Leute, die neu auf YouTube kommen und die halt auch gut starten. Muss man mal gucken, wo das alles hinführt. Ich habe keine Ahnung. Man hat auch für YouTube keinen. Ich weiß nicht, wenn ich wüsste, woran es liegt, dann wäre ich jetzt auch schon Millionär. Ne? Hätte 1 Million Abonnenten und wäre ein gefeierter Bravo-Star. Aber darüber wollte ich übrigens im nächsten Part sprechen. Die Bravo ist momentan sehr YouTube-affin.
Und hat auch etwas sehr Interessantes gepostet. Darüber werden wir im nächsten Part sprechen. Ich würde gerne noch die dritte Sternmünze hier holen. Dann wäre ich mit dem Part eigentlich soweit zufrieden. Ich glaube, wir haben dann schon ein paar Level geschafft, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber ja, das ist... Keine Ahnung. Wenn ihr da eine Meinung zu habt oder euch... Ja, oder ob ihr... Ja, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann dürft ihr die natürlich gerne mit mir teilen. Ich werde die Kommentare sehr, sehr intensivst lesen. Mache ich sowieso. Also ich lese alle meine Kommentare, falls es irgendjemand mal wissen wollte. Ja. Das, ja, ne, ja, so war das nicht geplant. Ich will nur ganz kurz gucken, ob hier ein Power-Up drin ist. Und jetzt vermute ich natürlich, dass die dritte Sternmünze hier ist. Ist sie nicht? Wo war denn die zweite? Schade. Ich dachte eigentlich, hier wäre noch eine andere Tür irgendwie so. Hier ist die zweite, ne? Dann ist die dritte im Endbereich? Wir kommen doch jetzt in den Endbereich, oder? Habe ich es verkackt? Ist hier noch eine Sternmünze? Ich bin ja einfach durchgelaufen, so blindlings irgendwie. Sagt man das so, blindlings? Wow. Vielleicht eine Ranke? Boah, Alter. Du kommst irgendwie ganz komisch von den Dingern ab. Ja, aber hier ist doch nirgendwo eine Sternmünze. Naja, dann gucke ich nochmal nach und werde die im nächsten Part nach hinten reinschneiden oder so. Oder schneide ich sie? Ich schneide sie jetzt noch rein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, wir haben das Thema, gibt glaube ich ein bisschen Gesprächsstoff her. Dürft ihr gerne mal in den Kommentaren diskutieren, wenn ihr Lust habt. Ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne eine Bewertung da lassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und jetzt noch schnell die Sternmünze. So, wir müssen zum Secret Exit und da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Wir müssen in die Tür rein. Die nie funktioniert, ist in diesem Fall die Starcoin. Ja, das ist natürlich immer sehr schön, ne? Du probierst es bei jeder Tür aus, nur bei der, die dann funktioniert nicht. Das ist auch typisch, ne? Das ist irgendwie typisch. Typisch Mario, typisch Sachen suchen. So kennen wir das. Gut, dann hoffe ich jetzt schlussendlich wirklich, dass der Part euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis dann.